Hier mal ein paar Tricks, damit man beim Gleichungen lösen nicht immer so viel schreiben muss. Wir gucken uns mal die erste Gleichung an. Wenn ich auf beiden Seiten x² habe und x² abziehe, dann ist das normal. Das ist also kein Trick, ne? Dann verschwindet es hier und dann wird die Gleichung leichter. Wenn ich aber sehr viel zu schreiben habe, zum Beispiel, ich habe hier eine Klammer, eine ganze Summe da drin mit Variablen und hier komischerweise die gleiche und ich möchte die entfernen. Ich habe auf beiden Seiten die gleiche Klammer, dann schreibe ich bloß hinter einen Regiestrich durch Klammerausdruck und der Rest wird dann wieder billig. Geht ja noch. Gucken wir uns mal den nächsten Fall an und zwar hier oben links. Hier. Ich habe zum Beispiel Formel eines Hohlzylinders, Volumenformel. So, und ich möchte die nach K umstellen. K soll zum Schluss alleine stehen. Und ich möchte diese Klammer loswerden. Dann sage ich, okay, durch Klammer. Das ist die einzige Klammer hier, kann ich auch nichts verbaseln dabei. Ne? So, dann steht noch Pi Viertel. Und jetzt kommt noch ein anderer kleiner Trick. Statt dass ich jetzt erst mal 4 alles nehme, eine neue Zeile schreibe, dann durch Pi teile, eine neue Zeile schreibe, kann ich auch Folgendes sagen. Wenn ich hier durch die Klammer geteilt habe, diese Klammer, die grüne, die brauche ich noch nicht. Aber wenn ich jetzt alles mal 4 Pitel nehme, naja, ist ein bisschen albern, dann passiert Folgendes, dann muss ich es wieder in Klammern setzen, deswegen habe ich es hier schwarz wieder markiert, das grüne, ne, diese Klammer, denn ich nehme eine Differenz mal Pi hier unten. Also, ich schreibe mal 4, ich kann auch V mal 4 hinschreiben durch Pi oder ich kann auch das Pi nach vorne schreiben, ist egal. Geht aber auf jeden Fall hier wieder eine Zeile gespart und hier Schreiberei gespart. Mathe ist Schreiben, das ist wichtig, aber wenn man es sich erleichtern kann, ne, als Profi, dann kann man das auch machen. Andere Sache, ich habe einen allgemeinen Zylinder, also die Volumenformel dafür. Und ich soll die jetzt hier einsetzen. Und zwar habe ich zwei verschiedene Volumina und zwei verschiedene Höhen. Und meinetwegen auch noch zwei verschiedene Durchmesser, weiß der Kuckuck was. Wenn sowas passiert, muss ich natürlich alles einsetzen. Aber was ist in beiden Fällen absolut gleich? Nur das Pi Viertel. Also kann ich mal 4 Pitel nehmen, so wie hier drüben. Und ich weiß, das kürzt sich dann weg. Habe ich schon mal diesen ganzen Kram, 4 Pitel und Pi Viertel, hat sich aufgelöst, habe ich schon mal Pi Viertel auf beiden Seiten gespart. Was ist, wenn ich aber sogar beide Durchmesser gleich habe? Ja, dann wird die Gleichung noch leichter. Die steht jetzt nochmal hier, ne? Das ist das Gleiche nochmal. Und dann kann ich mir sagen, warte mal, was ist wirklich gleich? D und D schreibe ich nicht mehr als D1 und D2, weil sie gleich sind. Also kann ich Pi Viertel mal D Quadrat aus beiden rauslösen. Jetzt muss ich aber wieder eine Klammer schreiben, nämlich durch den gesamten Ausdruck hier, hier auch. Aber warum hier eine Klammer? Wenn ich nur schriebe durch Pi Viertel, würde es ja heißen mal 4 Pitel. Ne? Brüche dividiert man, indem man mit dem Kehrwert multipliziert. Und ja, dann durch D Quadrat teilen. Ne? Das, also so locker macht man es dann nicht, dann nimmt man die Klammer wieder, dann ist sie wieder nützlich, indem man nämlich den ganzen Ausdruck hier auf beiden Seiten wegbombardiert und die Gleichung wird einfacher zu rechnen. Dann kann man leicht einsetzen und ist gar kein Problem. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit meinte und wie ihr euch das Leben erleichtern könnt. Eventuell werde ich hier noch ein paar Links eingefügt haben, das werdet ihr dann immer sehen, deswegen habe ich das grüne Feld, aber jetzt zum Schluss nochmal wahrscheinlich einen Link zu der Playlist von Gleichung lösen. Gut. Also, dann alles Gute beim Gleichunglösen oder was auch immer in Mathe ihr macht. Tschüss!